Ich glaube, die drei schaffen wir nicht mehr, ne? Du musst dich nur zwingen. Komm. Siehste? Ich sag ja, man muss es nur zwingen. Dann geht das. Ha! Wenn ich den auch noch hinkriege, ne? Ja, diese blöde querliegende Stange, die versaut da viel. Yes! Ach, Fussel. Schön. Nee, nee, du musst doch nicht kaufen. Wir machen jetzt erstmal hier Schwammi, Schwamm, Schwamm, weißt du? Hier, schön die Kinderbilder runtermalen. Kinder haben hier nicht zu spielen und zu schmieren. Wo sind wir denn hier? Kinder, die Spaß haben, das ist ja widerlich. Machen hier einen Wald raus, weißt du? Der Wald muss weg. Schöne Autobahn durchbauen. Das ist Klimaschutz 2021. Und ganz ehrlich, die ganzen Doofen, ne, die da die FDP gewählt haben, als Jungwähler, so Erstwähler, oh, ich mach mal eine Stimme bei der FDP. Was glaubt ihr eigentlich, dass ihr alle jetzt Millionäre werdet oder dass ihr einen Hotelbetrieb besitzt oder was? Ihr Spatten, wie kann man so eine blöde Wahl treffen? So viel zu dem Thema, Kinder sollten ab 16 wählen, scheiße ist. Wahlalter von 30 bis 60 und alle anderen haben nicht mehr zu wählen, fertig. Scheiß auf Grundrechte, braucht kein Mensch. Schon gar nicht die, die falsch wählen. So. Wählen die FDP. Ich krieg die Tür nicht zu. Da, 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 da. Ja, aber der Lindner ist so hip mit seinem Schwarz-Weiß. Ja, Schwarz-Weiß ist auch was ganz Modernes, hör mal. Ganz toll. Ich selber habe noch Schwarz-Weiß fotografiert. Mit Absicht. Es gab schon Farbfilme. Also nicht, dass jetzt wieder einer denkt, Gott, so alt ist der. Ja, auch, aber nein. Herzlich willkommen in der Diktatur, Fussel. Ja. In der Diktatur musst du gar nicht wählen. Da ist ja klar, wer Chef ist. Das Küken. Und ich wäre ein gerechter Chef. Förster. Ist die Errungenschaft. Hier, Hippie-Zeichen, aufweg. Ne? Make love, not war oder sowas. So ein Schwachsinn braucht kein Mensch. Belohnung freigeschaltet. Was denn? Hier, der Teufel. Der hätte bleiben können. Frieden schaffen ohne Waffen, so ein Blödsinn. Dafür sind Waffen doch da. Kann ich das hier auch wegmachen? Ah, die kann man auch wegputzen. Weißt du was? Da machen wir auch hier diese Kinderspiele weg. Damit diese Rotzgören gar nicht erst glauben, sie könnten hier noch spielen. Sollte man übrigens sowieso nicht. Ernst gemeinter Tipp, spielt niemals in auf Nebenbahnanlagen. Klettert auf gar keinen Fall auf irgendwelche Loks oder Wagen, vor allem nicht, wenn da drüber Stromdraht ist. Glaubt es mir, das ist ein ganz beschissener Art zu sterben. So. Aber das ist doch risikoreich, ja eben. Das ist wie eine Hinrichtung. Nur nicht so kontrolliert. So. Ja, ein bisschen was tun können wir hier noch. Jetzt machen wir hier erstmal schön sauber, weißt du? Und dann gucken wir uns gleich das Stellwerk an. Oder wir machen erst den Bahnhof komplett fertig vielleicht. Müssen wir mal gucken. Ist ja auch noch ein bisschen was weggeworfen werden kann. Aber sieht ja auf jeden Fall schon mal besser aus. Ja? No risk, no fun. Ja gut, kann man machen, ne? Also ist hier jedem freigestellt. Wer will, kann natürlich sich gerne mal mit der stromführenden Oberleitung anlegen. Warum nicht? Aber wenn so 15.000 Volt durch einen Körper rasen, das ist schon kribbeln. Ja, ist fast so schlimm wie an der Batterielecke. Wenn dann so als brennende Fackel vom Wagen fällt, ist doch super, oder? Also, wenn da kein Spaß aufkommt, weiß ich aber auch nicht. So, den blöden Hamburger habe ich leider übersehen.
Ist aber ein super Schwamm, ne? Also muss man dem Schwamm lassen. Konnte ich das übersehen hier? Ich bin reingekommen, ne? Ich habe mich gar nicht darauf konzentriert. Was ist das, Alter? Nee, hier Hände. Zum Himmel, weißt du? Vorsicht, da ist Glas drin. Das war auch Metallschrott, ne? Muss er jetzt nicht sein. Bleibt er da einfach drin hängen. Aber es wird langsam, ne? Kann man nicht anders sagen. Es wird langsam. Wenn man diese Jugendtrends der letzten Jahre anguckt, Luft anhalten, bis man ohnmächtig wird, Waschmittelpots essen, dann finde ich Spielen an Bahngleisen besser. Ja. Also, wenn die Blagen so blöd sind, ne, und Waschmittelpots fressen und sich da eine Vergiftung holen, dann ist das wenigstens ihre Sache. Ich finde aber, wenn dann ein Lokführer, die mal eben in mehrere Teile zerreißt, weil er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, weißt du, da leiden dann andere Menschen noch mit drunter. Deswegen bin ich da nicht so für. Die Sunny, ich grüße dich. Hi. Na? Oder die Helfer. Also ich kann mir das für einen Feuerwehrmann schon ziemlich scheiße vorstellen, wenn da so ein Jugendlicher von so einem Kesselwagen gefallen ist als brennende Fackel, weil er meinte, er müsste die Oberleitung berühren. Kann man darüber streiten, ob das jetzt so gut geile Sachen sind. Dann lieber Waschpots fressen. Weißt du, dann haben sie eine stille Vergiftung und dann ist jut. Ist zwar auch tragisch dann, aber naja. Ich spiele auch gerade das Spiel. Ich check das nicht, was in den grünen Kreis reinkommt. Schäm. Der grüne Kreis, in den grünen Kreis kommt gar nichts. Der grüne Kreis ist dafür da, zu zeigen, dass hier ein Raum ist, den du ausrüsten musst. Das heißt, dieser Raum hier ist Bahnhof und der braucht zum Beispiel 8 Bänke oder Stühle, Snackautomaten, Fahrkartenautomaten, was du unten rechts siehst. Also, das wird hier angezeigt. Hier ist ein Kreis drin und wenn du reingehst, dann ist das die Abstellkammer. 3 Möbel, 1 Mülleimer. Wenn du hier reingehst, Badezimmer, ne, wird dir angezeigt, was hier rein muss. Das sagt dieser grüne Kreis aus. So, siehst du? Und hier sind wir im Verkaufsschalter. Das ist nur der Hinweis, der grafische Hinweis, dass du hier was tun musst. Und dir ist bestimmt schon aufgefallen, wenn du Müll aufnimmst, wird dir neben der Null unten rechts angezeigt, um was für einen Rohstoff es sich handelt, dass du den auch super sortieren kannst. Ist eigentlich wie Hausflipper, nur nicht für mich nicht so leicht. Naja, Hausflipper, glaube ich, ist ein bisschen noch anders. Aber ja, es geht grob in die Richtung, ja. Aber also ich finde dann doch schon, weil du ja hier nicht baust. Bei Hausflipper machst du ja auch Einrichtungen und alles klar. Gartengestaltung, was du hier nicht machst. Und in Hausflipper zum Beispiel hast du keine Müllsortierung. Was du hier aber wieder hast, ne? Also so ein paar Unterschiede gibt's, aber irgendwie sind sie natürlich klar verwandt, weil es alles irgendwas mit Renovierungssimulationen zu tun hat. Wir mutmaßen ja auch, woran es liegt, warum wir in Spielen lieber putzen als zu Hause. Weißt du, irgendwie bei Hausflipper Kakerlaken wegsaugen, überhaupt kein Problem. Aber zu Hause habe ich jetzt keine Kakerlaken, aber glaube ich jedenfalls. Ich habe sie jedenfalls noch nicht gehört. Ich hatte mal Kleider motten. Aber ich glaube, die habe ich im Griff. So. Sieht doch so aus, als wenn wir es hätten, wa? Ja, super. Besser solche Spiele wie nur Ballerspiele. Bin ich absolut bei dir. Ich bin überhaupt kein Freund von Ballerspielen. Mache ich sehr ungerne. Weil ich auch nicht treffe. Also meine Hand-Augen-Koordination ist... Ich weiß nicht, ob ich darauf vielleicht 20% Schwerbeschädigung kriege. So schlecht ist die. Genau, wenn ich meinen Rentenantrag stelle,
dann sage ich einfach, ich hätte eine schwere Behinderung im Sinne von Augen-Hand-Koordination. Vielleicht kriege ich da ein paar Prozente. Und da früher in Rente. Haha. Ich war's nicht. So, die Sanni, vielen Dank für deinen Follow und nochmal herzlich willkommen. Wenn du übrigens noch weitere Fragen hast, frag ruhig. Ich bin zwar auch erst beim, ich glaube, dritten Bahnhof. Also ich weiß, glaube ich, auch noch nicht alle Geheimnisse. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, wie man mit einem Saugrohr umgeht. Oder wie man pömpelt. Das haben wir hier gemacht. So, schön mit dem Pömpel umgegangen, weißt du? Das passt insofern ganz gut, weil ich auf meinem YouTube-Kanal eine Endcard geschnitten, also ein Endcard-Ding eingefügt habe, wo mein Huhn auch einen Pömpel in die Hand gekriegt hat. Ich war wieder kreativ. Weil hier hat er so ein Gaming-Joystick in der Hand, ne? Das war im Zuge von diesem wahnsinnigen Spiel. Was haben wir noch gespielt? Toilet Dingen Simulator, ne? Achso, hier hast du es übrigens nochmal. Bahnsteig, ne? Hier wird angezeigt, dass dieser Bahnsteig was braucht, während hier nix ist. Ne, das ist der Hintergrund. So. Komm, dann räumen wir nochmal ein bisschen auf hier. Das ist auch wieder Plastik. Plaste, wa? Weste. So. Weil ich könnte ja eigentlich mal... Der störte mich schon öfters. Ich hätte ja auch mal... Ne? Weiße. So. Einmal den Steinziegel hier weg. Ich habe halt immer Angst, dass ein Zug kommt, ne? Da ist bestimmt keiner, der sagt, Junge, der Zug kühlt. Auch richtig, ne? Ja. Ich glaube ja. Ist ein Gelatsch. Das ist eher ein Laufsimulator hier. Gibt es eigentlich schon den schönen Wandersimulator? Oder können wir den nochmal eben entwickeln? Die schönsten Wanderstrecken durch Capron. Entschuldigung. Das wäre doch auch noch was, oder? Und wieder Geld verdient. Das ist übrigens der Vorteil, wenn du sortierst, ne? Gibt's Geld. Habe ich da gerade ein Telefon gehört? Na, kommst du wohl mit? Hier ist noch ein bisschen Platz. Da können wir noch ein bisschen Restmüll reinhämmern. Alles klar. Naja, werfen konnte man ja auch, ne? Muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ist schon wieder eine Woche her, dass ich das gespielt habe. Muss schon wieder neu eingelernt werden hier. Dauert nicht mehr lange. Da muss ich jedes Mal, bevor ich einen Stream richtig beginne, erstmal das Tutorial spielen, glaube ich. Schön in die Oberleitung rein. Dann funkt es hier auch schön. Habt ihr das gesehen? Aus der Luft gefangen. Ha! Ich bin so geizig, weißt du? Ich will hier nicht noch... Wobei, sollen wir hier noch... Ach komm, wir stellen hier noch einen gemischten Container hin. Das ist ja Blödsinn, das alles darüber zu werfen, ey. Na komm, hoch damit. Wir haben vorhin nochmal das Tutorial bis 99 gespielt. Ich habe diese 1% nicht gefunden. Das kann, also sie sind da, ich kann es bestätigen. Ich habe alles bis jetzt mit 100% durchgespielt. So, eigener Anspruch, ne? Der innere Monk muss befriedigt werden. Aber manchmal ist es versteckt, das stimmt. So irgendwo hintenrum... Mit der Axt zerlegen, alles klar. So, komm, hier machen wir nochmal einen getrennten Container hin.
weiß ja nicht, wie viel da auf mich wartet, aber der andere ist ja eh immer voll. So. Und du kannst ja im Zweifel auch mal Q drücken, ne? Und dann werden dir ja noch Sachen angezeigt, die weg müssen. Hier sowas zum Beispiel. Und das ist die kaputte Weiche. Alles klar, komm, dann reparieren wir die mal eben. Dafür brauchst du nur einen 13er, das geht. 13er Maul kriegst du jede schön repariert. Also schön, dass man den Kindern hier alles wegnehmen kann. Habe ich schon so oft gedrückt, der hat mir nichts mehr angezeigt. Ich spiele über PS4. Okay, ich bin Computer, das weiß ich natürlich nicht, ob es da irgendwelche nennenswerten Unterschiede gibt. Aber ich habe das teilweise öfters gebraucht, damit ich das gesehen habe, was da fehlte. Also ich sehe zum Beispiel hier nichts. Aber das kann ja auch alles sein irgendwie, weiß ich nicht. Deswegen mache ich die Taktik immer erstmal alles so ein bisschen aufräumen. Und dann gucken wir mal im Detail. So, gleich mal die Fenster machen, damit es nicht so kalt ist. Juhu, und wieder 4000. Mehr Geld, ich will mehr Geld. Nächste Belohnung sind 5000. Juhu. Okay, das ist eine Gummiente. Das Einzige, ich komme mit den Tasten immer noch nicht klar. Lieber gut geworfen als schlecht runtergetragen. Kennt ihr ja, ne? Altes Sprichwort. So. Zerlegen mit natürlich, klar. So geht man mit Glas um. Komm. Hui. Na. Das ist Restmüll. Komm, ich glaube, ich versuche das besser mal nach draußen zu bringen. Ist, glaube ich, besser. Dann zerlegen wir mal eben den hier. Renoviere das Stellwerk. Ja. Bin ich ja bei. So, was willst du denn haben? Elektrische Ausrüstung, Bänke und Stühle. So, dann können wir ja hier mal eben Bänke und Stühle. Warte mal. Was ist denn so ein schöner Stuhl für so einen Stellwerksmitarbeiter? Und elektrische Ausrüstung. Was war das denn nochmal? Fahrgastanzeiger? Kaffeemaschine auf jeden Fall, ein Ventilator. So. Dann wollen wir mal. Dann drücken wir einmal die Taste 1. Rotieren den mal ein bisschen.
So. Zwei.